So, und da sage ich auch wieder schon, hi. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verdutzt, dass hier schon steht Artefakte 4 von 4. Mist. Ich werde auf jeden Fall schauen, ob ich sie trotzdem finde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich sie trotzdem finde, weil das finde ich jetzt gerade schade. Ich hatte gehofft, dass der Spielstand dann vielleicht die nicht schon mit einbeschließt, sonst halt hätten wir jetzt alles. Aber das würde ich jetzt nochmal schauen, ob ich sie auch finde. Also wenn ich jetzt auf... Eben haben wir auch gesehen, dass das eine Artefakt ja immer noch im Spiel drin ist. Wenn ich sie sehe, dann hole ich sie auf jeden Fall und ich gucke auch nachher nach, wo alle waren und mache trotzdem nochmal ein Artefakt-Suchvideo. Auch wenn hier steht, dass es 4 von 4 schon gibt. So, verlorene Insel, Endkampf. Und wenn ich gleich weitergehe, wird wahrscheinlich eine Cutscene kommen und ich freue mich auf diese Cutscene. Also, machen wir jetzt einfach mal weiter. Du bist oben angekommen, Lara. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Sie heben eine neue Armee von Atlantis aus. In dieser Pyramide entstehen weit mehr Soldaten, als du gesehen hast. Der Sion gibt mir die Macht, alles zu erschaffen, was ich will. Ach, und was wollen Sie, Nadla? Ich will die Dreifaltigkeit. Tihokan und Qualopec waren zu schwach, um zu zerstören, was dem siebten Zeitalter im Wege steht. Aber du bist stark genug, diesen Platz einzunehmen. Die Unsterblichkeit hat ihren Preis. Doch was sind schon ein paar Leben für deinen Traum? Das ist Wahnsinn. Nein, danach hast du immer gesucht. Die Antworten, die du dein Leben lang finden wolltest, liegen im Sion. Du bist nicht zufällig hier, Lara. Nein, du bist hier, weil du hierher gehörst. Das bist du. Tut mir leid, Vater. So, das wird jetzt eine kleine Prozedur werden. Ich habe das schon im ersten Teil festgestellt, dass ich da manchmal Probleme habe. Boah. Danke. Ja, das ist, das fing ja schon mal sehr gut an. Also er kann uns auf jeden Fall fressen und wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Probleme, wenn wir nicht zu nahe kommen. Aber es gibt einen Vorteil, genau den hier. Oh Mann, und das habe ich natürlich nicht geschafft. Also, man muss ihn mit dem Adrenalin-Move an die Kante nachher bringen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist schon mal ein Fortschritt. Oh Mann, ich bin viel zu dicht an ihm dran. Das ist, glaube ich, das Problem gerade. Oh. Man muss ihn eigentlich auf Abstand halten. Also ganz schnell weg von ihm. Irgendwann wird er sich seine Pfote halten. Wow, das ist doch echt. Ich bin einfach viel zu dicht an ihn dran. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man. Ich muss da ganz schnell weg. Okay, mal schnell hier aufsammeln.
Oh, scheiße. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen, dass er sauer auf mich war. Nee, jetzt rennst du da lang, Süße. Also, der Plan ist ja okay. Wow. Oh, ich war zu dicht an ihn dran schon wieder. Oh Mann. Es ist leider ein bisschen, die Plattform ist einfach zu klein für diesen Kampf. So, das wollte ich. Und jetzt muss man auf die Pfote ballern. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Aber das ist das erste Mal, dass man es geschafft hätte. So, jetzt muss man gleich... Das nächste Mal passiert. Das schaffe ich jetzt leider nicht. Genau. Guck mal hier hinten hin. Okay. Jetzt muss ich ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich dreht. Das ist ein bisschen anstrengend, glaube ich, am Anfang. Ich weiß auch nicht, warum hier solche Sachen liegen. So, das ist schon mal Fortschritt. Hau! So, jetzt ballern wir mal von ein. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand. So, jetzt warten wir. Und das hat leider nicht geklappt, aber wir müssen auf die Pfote ballern. Wir müssen die Pfote zu Klump ballern. Sobald die... Hallo, Pfote zu Klump ballern. Jetzt baller auf die Pfote, du... Entschuldigung. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn sie halt die ganze Zeit auf seinen Kopf zielt. Das ist nicht so einfach, muss ich sagen. So, und jetzt auf die Pfote ballern, ganz wichtig. Ich weiß nicht... Da, auf die Pfote. Okay, das ist schon mal super. So, wenn man es jetzt... Jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn wieder wütend kriegen. Das läuft besser, als ich dachte. Oh Mann, das war Kacke. Au, nein, jetzt darf ich bloß nicht runterfallen. Schnell weg hier. Das war jetzt, das Problem war gerade, wenn man es gesehen hat, ich habe es mal wieder den Anomalie-Move jetzt nicht hingekriegt. Aber er hatte schon die Pfote abgerissen, oder nicht? Och Mann, Lava! Nein, jetzt ist hier runter. Och Scheiße! Das ist das Problem, wenn man den Adrenalin-Move nicht immer richtig hinkriegt. Manchmal macht sie das und manchmal macht sie es überhaupt nicht. Okay, leider hat er es nicht geschafft. Das ist zu nah dran, das ist einfach zu nah dran. So, jetzt. Vielleicht schafft sie es jetzt schon rüber. Jetzt hängt er da auf jeden Fall fest. Jetzt weiß man kann auf die Pfote ballern. Jetzt muss man die nächsten Male halt auf diese Pfote ballern. Okay, das habe ich auch wieder hingekriegt. Oh, das ist klasse. Auf die Pfote. Schnell weg da. Scheiße. Okay, das ist nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber... Au! Ach, immer wieder gut. Au, jetzt müssen wir aufpassen, wir sind nämlich... Oh, jetzt ist er weg da. Das war nicht gut. Das ist echt nicht gut gerade. Ich finde das immer klasse. Der ist viel zu weit, zu nah an mich dran. In dem alten Teil hat es wenigstens funktioniert, dass man immer so im Kreis läuft. So. Oh, Scheiße. Das ist leider nicht geglückt. Der ist nicht runtergefallen. Und? Ja, los! Oh, verdammt. Oh, verdammt. So, ganz schnell. Ich hab nicht die Taste gedrückt. Oh, das war schlecht.
Obwohl er das angezeigt hatte. Okay. Aber noch ist alles gut. Ja, auf die andere. Auf die Hand. Obwohl ich mich gerade frage, warum ich das schon wieder auf die Hand ballern soll. Das ist schon wieder mies gelaufen. Oh, jetzt bin ich zu viel nah dran. Oh, halt ihn dir vom Abstand. Gut, dass er zu dir kommt. Oh, schon wieder nicht! Und dabei, ich drücke immer dasselbe. Und je einmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Keine Ahnung warum und ich bin zu nah dran an dem Viech. Ich muss doch wieder ganz schnell weg. Jetzt lauf doch mal weg. Lauf. Nein, nicht runterfallen lassen. Nein, das liegt jetzt an ihm. Oh, das ist, weil sie zu nah dran war und weil sie natürlich nicht weggelaufen ist. Obwohl ich es ihr gesagt habe. So, okay, dann machen wir das wieder wütend. Und schuppen ihn darüber. Und jetzt... Das ist sozusagen die schnelle Variante, ihn gleich wieder wütend machen. Scheiße, jetzt hat sie die Waffen weggesteckt. Und wenn sie die Waffen wegsteckt, funktioniert das doch nicht. Okay. Ja, auf den da, genau. Nein, auf den da. Auf den. Immer brav auf die. Nein, auf die Hand. Oh, ist das zu nah dran? Weg. Und. Auf die Hand. Auf die Hand, Mädel. Okay. Au, oh, das war gut. Das war nicht gut. Schneller weg. Das war glack. Das war sowas von Luck, wenn ihr das gesehen habt. Uff, war das Luck. Oh, du. Du hättest doch noch drücken müssen. Jetzt lauf doch mal weg. Ach, da kann sie gar nicht weglaufen. Jetzt sag das doch, Mädel. Au, scheiße. Das ist halt... Danke, jetzt schneller weg. Ja, das ist mir gerade egal, ob du irgendwo festhängst oder so. Ich will einfach nur weg. Gut, nochmal das Ganze. Ja, ich komme jetzt nicht an seine Hand ran irgendwie. Aber eigentlich müsste ich ihn mal von der Klippe hier stürzen, aber ich habe das irgendwie noch nicht geschafft. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Nein! Und jetzt fällt sie wieder. Das ist, weil sie sich einfach geduckt hat, anstatt zur Seite zu springen. Obwohl ich dasselbe mache wie bei zigtausend Malen auch. Aber sie duckt sich ja lieber, anstatt zur Seite. Ja, genau. Das kommt sie jetzt. Ach doch, das kommt sogar noch was. Na, jetzt frisst er mich wieder. Wie wütend er doch ist. So, schnell weg da. Das ist halt, weil sie immer so extrem aufgehalten wird. Oh Mann! Wie soll man bitte schön bei diesem ganzen Geblub, Gemubbel hier weg? Wie soll man bitte schön bei dem ganzen Gemubbel hier rechtzeitig wegkommen? Gerade weil sie auch nicht sprinten kann in dem Teil, ne? Sie kann hier nicht sprinten. Wie soll ich denn jetzt hier wieder von ihm wegkommen? Au! Ich muss doch einfach von ihm wegkommen. Aber sie kann ja hier nicht sprinten und alles. Und das ist dann total nervig. So, ihn auf Abstand hier vorne. Nein, jetzt hat sie... Das gibt's doch nicht. Ja, fall runter. Wie gesagt, das ist halt ein kleiner, längerer Prozess. Ich weiß im Endeffekt, was ich zu tun habe, aber... Sie, ja, man macht mir da immer so einen schönen Strich durch die Rechnung.